Während ein Bayern-Angreifer schon am Freitagabend zum tragischen Helden wurde, spielte sich ihm am Montagabend ausgerechnet der gegnerische Torwart gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund in den Mittelpunkt und verdiente sich einen Platz in unserer Top-Elf des 22. Spieltages. Der 26-Jährige brachte die BVB-Angreifer reihenweise zum Verzweifeln. Vor allem Mario Götze raufte sich ein ums andere Mal die Haare, weil der Keeper in gleich vier brenzligen Situationen vor dem Clubkasten die Übersicht bewahrte und die Versuche des Dortmunders entschärfte. War Garant für den Punktgewinn beim 0:0 gegen den Spitzenreiter. Dass Hannover 96 gegen die TSG nicht zum Zug kam, lag neben der Ungefährlichkeit der Gäste auch an der starken Abwehrleistung der Hausherren. Angeführt von Vogt, der mit einer Zweikampfquote von 90% überzeugte, bügelte die Hoffenheimer Defensive alle Angriffsversuche der Niedersachsen weg. Der Verteidiger zeichnete sich im Spiel gegen Düsseldorf als Passwunder aus. Von den 1053 Bällen, die die Werkself gegen die Fortuna spielte, stammten alleine 202 von TAH. Erwähnenswert, die Gäste kamen insgesamt nur auf 188 Pässe. Noch beachtlicher, von TAHs Versuchen fanden ganze 97% den Mann. Beim klaren Erfolg gegen Mainz trug sich der Innenverteidiger nicht nur erstmals in dieser Saison in die Torschützenliste ein und sorgte mit seinem Treffer für den 3:0 Endstand. Der 26-Jährige überzeugte außerdem noch mit starken Zweikampfwerten 80% gewonnene Duelle und sorgte dafür, dass die 05er kaum zur Entfaltung kamen. 5 Torschüsse, 3 Vorlagen, eine davon zum 2:0 durch Belfodil. Dazu ein eigener Treffer, der den 3:0 Endstand bedeutete, Demir Bay war Dreh- und Angelpunkt des Angriffsspiels der Hoffenheimer. Dazu spulte der 25-Jährige 12,11 Kilometer ab. Bestwert der Partie, 12,27 Kilometer standen nach dem 2:0 gegen die Fortuna auf der Abrechnung des Mittelfeldspielers. Mehr lief keiner in dieser Begegnung. Zeichnete sich durch starkes Offensivspiel aus und sorgte folgerichtig in der 18. Minute mit seinem 1:0 für den Dosenöffner der Partie. Wirbelte im Spiel gegen Gladbach 1:1 im rechten Mittelfeld und nutzte seine Freiheiten in der Offensive geschickt. Vollendete kurz vorm Abpfiff der ersten Hälfte frei vor Jan Sommer zur schmeichelhaften Führung und hatte damit Anteil am Punkt gegen den Tabellendritten. Darauf hatte der Routinier lange gewartet, nach saisonübergreifend 34 Ligaspielen durfte sich Arnold gegen die Mainzer endlich wieder als Torschütze in den Spielberichtsbogen eintragen. Mit seinem Treffer zum 1:0 in der 4. Minute ebnete er den Weg zum ungefährdeten 3:0 Erfolg gegen Mainz. Eine ordentliche Zweikampf, 67%, und eine gute Passquote, 74%, rundeten den Auftritt des 24-Jährigen ab. Dass Hannover gegen das gut gestaffelte Mittelfeld der TSG kein Durchkommen fand, lag zu großen Teilen am clever organisierenden Schulz, der seine Nebenleute an die Hand nahm und die Räume dicht machte. Außerdem überzeugte der 25-Jährige mit einer 75%igen Passquote, wovon ein Ball als Vorlage bei Demir Bay landete, der damit zum Endstand traf. 2 Tore, eine Vorlage, Koeman avancierte beim 3:2 über den FC Augsburg zum Mann des Spiels und gleichzeitig zur tragischen Figur, weil er kurz vor Schluss mit einer Knöchelverletzung vom Feld musste. Zuvor hatte er sich nicht nur äußerst treffsicher gezeigt, sondern auch mit einer Passquote von 93% überzeugt und zudem fast 3/4 seiner Zweikämpfe gewonnen. Das Spiel gegen den VfB Stuttgart 1:3 wurde zur Paulsen-Show. Der Däne war an allen 3 Treffern direkt beteiligt. Das 1:0 besorgte er schon in der 6. Minute selbst.
Das zwischenzeitliche 2:1 aus RB-Sicht fiel durch einen Freistoß, den Paulsen herausgeholt hatte. Für den Endstand zeichnete sich der Stürmer schließlich wieder selbstverantwortlich und vollendete einen Konter sehenswert zum 3:1.